Und willkommen zurück in Ditchwater, der wunderlichen Hafenstadt. Ja. Wir wollen heute mal gucken, dass wir Seife bauen. Seife, vielleicht verschwindet das Wunderliche ja dann. Gucken wir jetzt mal, was steht hier noch drin, nur Müll. Das heißt, wir brauchen immer noch mehr Arbeiter. Das ist tatsächlich voll schon die Hütte. Das ist ein Krux. Jetzt brauche ich noch ein paar. Vier. Ja, das waren mal so. Vier. So. Da ziehen wir dann ein paar ein. Das sind dann 80 Stück. Ich aber auch gerade. Ich überlege. Die lassen wir erst vollziehen, dann tun wir gleich die hier upgraden. Dann haben wir sozusagen alle ein bisschen mehr in die Richtung. Die sind kleine Ausreißer. Ja, wobei, ich können wir auch hier anfangen. Die hier runter. Und die hier auch noch. Dürfen wir auf dem Acker spielen? Wie brauchen wir denn? Wir brauchen 20. Komm, ich nochmal die 6 hier rüste ich mal auf. Der müsste jetzt da kommen und dann könnten wir eine Vase Dings da. Bin ich denn jetzt hier? Ja. Eine Vase Line, nein, Vase Vasenmeisterei bauen. Frage bloß, wo bauen wir sie hin? Können sie nicht zu weit weg bauen. Und da fällt mir auch noch was ein. Die aufrüsten. Ach, 20 Steine. Die werden wir auch noch aufrüsten. Doch, wir müssen noch ein Markthaus bauen. Hier hinten irgendwo ein Markthaus hinbauen. Gucken wir jetzt mal mit der Vasenmeisterei. Dahin bauen oder könnten wir. Oh, guck mal, die könnten wir dahin bauen. Könnten sie aber auch hier hinbauen. Wenn wir es dahin bauen, ist das durch. Moment. Jetzt bauen wir erstmal so ein Lagerhaus. Guck mal, passt das? Ja, passen. Passen würde ich jetzt nicht unbedingt hundertprozentig sagen, aber es ist nicht allzu schlecht. Ich baue da ein Markthaus hin und dann baue ich da eine Vasenmeisterei rein. Die baue ich. Baue ich die so, so, so oder so. Ich brauche mit zwei. Hilft nichts, wir brauchen zwei. Da, es gibt nur Feldweg. Achso, das ist der blockiert. Dann machen wir ein bisschen breiteren Feldweg. Und dann gleich bis dahin. So. Das sieht doch ganz gängig aus. Das finden wir da. Das schwankt hier noch ein bisschen. Es fehlen noch mal ein paar Arbeiter. Das schwankt hier. Brot schwankt. Wurst schwankt. Das ist nicht gut. Was sagt Brot und Wurst? Wurst sagt. Nee, Wurst kann nicht sein. Brot haben wir auch noch genug. Kommt. Die steigen auch. Nein, nein. Da kann kein Problem vorliegen. Sieht schon mal ganz gängig aus, nicht? Holz haben wir. Mit den Ziegeleien ist das ein bisschen was anderes. Der hier ist auch komplett überlastet. Der braucht dringend Steine. Warte mal, es gab doch. Wo war das? Hier, die Handelskammer. Spielstand gespeichert.
Ja, probieren wir es mal. Ui. Feuer wütet in einer ihrer Fabriken. Ja. Feuer! Ich darf eine Feuerwehr hinbauen. Psst. Na dann los. Ist auch nicht. Ah! Bescheißen kann man auch nicht. Mist. Na, dann hoffen wir mal, dass das was wird. Da ist es ja schon. Hier bist du eine Feuerwehr? Nee, du kannst ihn hochrufen. Es brennt, es brennt. Bildet schneller aus. Oh je. Gucken wir uns das Übel mal hier an. Ja. Mal guten Platz erwischt. Da konnte man hier nicht. Nee, was ist hier? Warte mal, eine Bandschlausung dabei. Ja, genau. Die Postkartenansicht. So. Wenn es schon brennt, dann genießen wir das wenigstens. Ah, man fängt an zu löschen. Schön. Das ist zumindest schon mal gerettet. Na, ob sie die Nummer 2 auch noch retten können? Das sieht schon nach einem Großbrand aus, da. Nicht nur ein kleines Feuerchen. Ah, aber scheint sie zu retten. Super. Sehr gut. Drehen wir gerade mal wieder auf Norden. Die Flammen wurden gelöscht. Aber dann ist auch ein bisschen. Ui, ja, 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 ja. Den fehlt nix. Den fehlt auch nichts. Warum schwankt denn. Schwankt denn das hier so? Weiß das einer? Mann, runter, weiter rauf. Muss ja hier irgendwas sein, aber ich sehe nichts. Fällt da eigentlich nur ein mehr Bauernhäuser? Richtung. Nicht, dass wir hier noch verlieren. Bretter, ja gut. Fisch ist stabil. Das nimmt zu. Schnaps nimmt ab, ja. Oh, mehr Kartoffeln, die 100%, die ist auch es noch 100%. Mangelt an Arbeitskraft. Ja. 4, ist ja jetzt nicht so wild. Jetzt sagen wir, brauchen noch eine Kartoffeldings und noch eine. Warte, wir haben noch 3. Wie werden die? Die brauchen 30 Sekunden. 30 Sekunden, das heißt, wir können einfach noch eine Destille dazu bauen. Schon 3 Destillen, das ist echt. Hui. Und die stelle ich mal direkt hier hin. Ja, das ist nicht so weit. Spielstand gespeichert. Ach, hier ist ein bisschen Marktplatz. Aber ist noch da, ne? Versorgung stabil ist gut. Der ist noch sehr gut. Läuft's gut. Ja, gut. Passt.
Ja, müssen aufpassen, das habe ich gar nicht. Noch okay. Ich würde sagen, da brauchen wir hier hinten irgendwo mal wieder einen Marktplatz. Oh. Aha. Kann ich aber nicht bauen, weil es zu teuer ist. Nee. Ha, was mache ich denn da jetzt? Vor lauter Schreck. Schule wollen sie haben. Hier haben wir eine Schule. Ist aber nichts weiter. Das ist was, was wir ihm so geben könnten, wenn ich denn genug Geld hätte. Wir kosten oh, 2500. Holla! Hat hier irgendeiner vielleicht einen Auftrag für mich? Oh, ich wollte gerade. Mein Leben. Sieht nicht so aus. Ich verstehe das Geschwanke hier ehrlich gesagt nicht so wirklich. Steigen die Bauern wieder? Jetzt steigen auch die Arbeiter wieder. Jetzt sind wir wieder im Plus. Jetzt sinkt es wieder. Aber warum sinkt es? Hat sich was geändert? Die Versorgung ist doch noch genauso wie vorher. 100, 100, 100, 100, 100. Bei den Bauern doch genauso. Die Kammern sind bis zum Bersten gefüllt. So? Das heißt, ich verstehe jetzt nicht. Es kann ja höchstens von den Arbeitern. Warte mal, wegen den Arbeitern vielleicht. Dann brüsten wir mal noch ein Haus hoch. Warte mal, das da. Vielleicht hilft das ja. Da haben wir wieder mehr Arbeiter als wir brauchen. Gucken, ob das jetzt stabilisiert. Wenn das wirklich an den Arbeitern liegt, beobachten wir das mal einen Augenblick. Mal sehen, ob sie ihren Grundsätzen treu bleiben. Ah. Ja, gerne. Da teilen wir wohl die gleichen Ansichten. Retten Sie drei Häftlinge. Liegen Sie nicht auf der faulen Haut. So, das ist mein Schiff. Das ist mein Schiff. So, wo sollen wir sie denn herholen? Na dann. Das kommt uns sehr gelegen. Ein bisschen Geld ist immer gut. Ah ja, das Schiffchen war ja so extrem langsam. Na gut. Warten wir mal. Ach guck, die haben diesmal Boote, keine Rettungsringe. Die Spiegelung ist aber etwas merkwürdig, oder? Warum spiegelten sich das da? Soll das der Pfeil sein? Oder das Boot? Soll das Boot sein? Oder der Pfeil? Nein. Von das Boot scheint hier auch noch sowas ähnliches wie Mast zu haben. Hä? Oder ist das was anderes? Ich kann da nicht mal dran zoomen. Huch. Mein Schiff eigentlich von irgendwoher? Nicht zu sehen. Oder ist es noch irgendwie? Das soll das Schiff sein, oder? Das ist das Schiff. Das ist einfach eine total bekloppte Spiegelung. Als würde das Schiff Kilometer über dem Wasser schweben. Das Wasser wird irgendwo da unten gerendert. Sieht zumindest so aus. Was ist das? Ist auch so. Spielstand gespeichert. Tja. Na gut, warten wir mal auf unser Schiffchen. Wo ist es denn? Kommt, da kommt's an. Dann sammeln wir mal alles ein.
Klick. Klick. Ob ich beim ersten Mal zweimal klicken muss, weiß ich aber auch nicht. So, nix. Oder den Priester, den retten wir auch noch. Der war doch hier irgendwo. Den gehen wir noch suchen, den Priester. Haben wir 27 Minuten Zeit. Sie sind doch auch nur so ein dahergelaufener Wanderzirkus. Heute hier, morgen da. Wer ist das denn? Wo kommt denn der schon wieder her? Wohnt auf dieser Insel, oder? Ja, hier. Der ist schon ein bisschen weiter. Guckt, ja. Der hat schon, was auch immer das da ist. Ingenieure. Handwerker. Na, mal gucken. Irgendwo war doch hier dieser olle Priester. Und da habe ich das jetzt falsch in Erinnerung. Das Emporium Exotik freut sich über deine Gunst, wenn du sie dir leisten kannst. Das ist aber schön. Wer zur Hölle bist du? Ja, ich glaube, wir fahren mal hier irgendwie die Insel rum. Weil ich habe leider nicht gemerkt, wo das vorne aufgeblinkert ist mit dem Priester. Und er zeigt mir jetzt diesen Priester leider nicht mal an auf der Karte. Also können wir uns mal kurz blind hier ins... Hier vielleicht. Da hat auch eine Insel entdeckt. Aber das sieht nicht so aus. Oh, da ist auch schon wieder einer drauf, oder? Ja, tatsächlich, wer ist das? Ach, das ist der, okay. Nö. Da fahren wir wieder nach Hause. Zu dem Hansel da. Und da ist noch ein Steinchen. Ja, mit den Ziegeln, aber jetzt haben wir eigentlich relativ viel Ziegel. Frage, müssen wir hier noch was upgraden? Oder läuft das jetzt? Sieht so aus, als würde es gerade laufen, ne? Plus machen wir auch, jetzt könnten wir eine Kanonengießerei bauen. Jetzt können wir uns das tatsächlich leisten. Aber erstmal gucken, wie viele Arbeiter wir brauchen. 50 Stück. Ich glaube, es fehlen noch überall. Vier Stück. Können wir dann kriegen? Wir bräuchten eine Schule und die Seife. Ich will jetzt erst die Seife machen. Wir haben die beiden Dinge gebaut. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Seife. Die könnten wir uns leisten. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Warum? Weil die Leute sich jetzt waschen oder was? Ach, die Siederei, okay. Dafür müsste es ja plus an eine Kultur kommen. Also. Natur, Landschaft, Feierlichkeit. Ah, hör mal, gab's doch. Die bis zur nächsten Stufe noch 6 Attraktivität, okay. Ach, ihre Attraktivität hat sich verringert. Weil sie sich jetzt waschen. Unglaublich. Spielstand gespeichert. Ja, das ist alle 30 Sekunden, ne? Hieran sind Erwartungen geknüpft. Was? Ein Geschenk und Erwartungen?
Oh, jetzt sind wir eine originelle Hafenstadt. Seht ihr? Ich hab's gesagt. Wir waren bloß wunderlich, weil es schlecht gerochen hat. Kaum waschen sich die Leute, ist es originell. So, alles löschen hier, alles weg, will ich alles gar nicht wissen. Sie haben da etwas für mich, nicht? Ja, hab ich. Jetzt rückt die Ehre, Kohle raus. Wem Ehre gebührt. So, dann bauen wir erstmal der Schule jetzt noch dazu. Da war das große Baumenü und dann gab es hier irgendwo Schule. Und die hat hier hinten so schön reingepasst. Finde ich gut. Ach, genau neben dem Wirtshaus. Ja, perfekt. Hat ja nicht irgendwie. Nein. Passt. Okay, dann bauen wir jetzt noch einen schönen Weg. So. Und dann bauen wir einen schönen Park, den ich. Warte mal, das ist. Ah, das sind die idyllischen Parks. Hervorragend. Laubbaum. Eine alte Tränke. Ja, das hört sich gut an. Die bauen wir. Drehen. Ja. Boah, ich geh mich da so hin. Ich heute Morgen höchstpersönlich frisch gepflegt. Blumenbeete. Blumen für die Dame? Ja, ich baue ja schon. Nicht hetzen. So. So, was haben wir hier? Das ganze Wochenende nur am Trinken. Und drei kleine Bäume. So, das sieht doch ganz hübsch aus. Eine Schule mit Lehrern und den Kindern. Dann hätten wir eigentlich drehen können. Warte mal, kann ich den... Warte mal, wenn ich den versetze. Ah, klickst. Klicken. Und es kostet auch nichts. Okay, drehen kostet nichts. Das ist schön. Das ist ein bisschen kompliziert mit den Fingern. Aber es geht. Wir haben genügend Arbeiter jetzt. Sie haben Seife. Sie können sich waschen. Können Sie das wirklich? Ja, wobei. Das reicht nicht, weil die verbrauchen. Na gut, sie müssen sich alle erst einmal waschen, nicht? Gebrauch, aber jetzt bin ich ein bisschen. Hier gibt es ja keine freien Händler mehr. Hier kann ich mal Baumaterialien. Ja, halt. Ach, automatisch kaufen oder verkaufen? Ui. Nee, ich will bloß verkaufen. Verkaufen. Okay. 80 und das würde ich hier mit dem Ding auch machen. Nur verkaufen bis für. Habe ich die ganze Zeit auch gesucht. Da brauchen wir gar nicht so viel, oder? 50? Reicht das? Also jetzt mal gucken, was die Schiffe kosten, ne? 20. Und da brauche ich erst Dings. Ja. Reicht, wenn wir 50 im Dings haben, oder? Oder? Da kommt sich jetzt halt mehr auf. 100 runter. So. Jedes Schiff braucht ein Feld. Kaufen die doch. Ja gut, das hätten wir vorher wissen müssen. Das habe ich mal gesucht. Klickt man aber drauf. Aber die Frage ist, wie kann man das jetzt ausmachen? Ach, ich wollte erwarten. Da brauchen wir erst die Handwerker. Und wir könnten aufrüsten auf Handwerker. Das würde ich sogar mal sagen. Nehmen wir doch mal das hier. Zack, von mir aus freigegeben. Das sagst du. Moment, weißt erst du, gucken. Was wir mit Royalisten tun? Wir schicken sie zu den Fischen. Wer bist sie du denn jetzt schon ein wieder? Ein neues Zwischenziel erreicht. Ja, was haben wir noch so? Mehr Einnahmen oder mehr glücklich sein?
Ach, mehr Einnahmen, komm. Man könnte es als irreführend bezeichnen, aber wer würde das wagen? Es ist bloß Werbung gewesen. Es trägt Ihre Handschrift. So ein alternativer Fakt veröffentlicht. Und beugt sich das Volk schon ihrer eisernen Knute? Zum ersten Mal ergibt es Sinn, was sie tun. Der einen gefällt, der andere nicht. Sie haben an Einfluss verloren. Was? Mein Einflussbonus ist weg? Wer hat hier eigentlich rumgeniggelt vorhin? Moment. Hier steht nichts drin. Auch nichts drin. Zeitung. Ja, hör auf, oh, wir machen so viel Plus. Jetzt kann ich endlich die. Nee, hatte ich die nicht. Nee, jetzt war die Stahlfabrik. Jetzt können wir mal locker flockig mal die Kanonengießerei. Ach, da. Die Kanonengießerei. Ach so, ich habe Stahl gebaut. Brauche ich noch gar nicht. Ach, ich bin etwas verwirrt. Nicht am Alter. Dann bauen wir jetzt hier noch die Kanonengießerei. Ich ertappe mich dabei, zu dir aufzusehen, wie es jüngere Geschwister oft tun. Gott. Es ist nicht Bright Sands, aber es ist alles andere als schlecht. Könntest du inzwischen mal was anderes anziehen? Läufst du ja immer noch deinen Häftlingsklamotten rum. Ein Feuer ist ausgebrochen. Wir haben übrigens jetzt auch Seife. Wo ist jetzt das? Wo ist denn jetzt da? Wir haben nur eine Feuerwehr, ne? Mobilisieren! Ja, ich glaube, irgendwann brauchen wir dann doch noch eine zweite Feuerwehr. Oh, wie teuer das war. Teuer ist denn das Ding? 150, wir hatten 400, jetzt haben wir noch. Holy shit! Das da, weil es hier brennt, zahlt ihr nichts? Ich sehe die Hand vor Augen nicht mehr. Ja, so ist ja auch nicht da drin. Weiter rum. Komm aus ihm raus, raus, Mensch, es brennt. Ist aber neblig hier drin. Ah, oh, gucken wir mal. Ach Gott. Glaub, das wäre auch noch so ein Ding. Noch eine Feuerwehr bauen. Ich glaube, na, mal gucken, ob sie das in den Griff kriegen hier. Vier Häuschen brennen noch. Also eigentlich sechs, aber das sind ja löschen. Vier Häuschen brennen noch. Brennen fünf Häuschen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Spannend wie ein Flitzebogen. Jo. Dann, ne? Wir müssen Mäuse haben. In der Scheune sind Eulen. Noch drei Häuschen. Ich glaube, sie kriegen es tatsächlich in den Griff. Spielstand gespeichert. Ja, das sieht gut aus. Wir bauen doch jetzt Stahl. Was brauchen wir? Handwerker, ne? Nicht genug Stahl. Nicht genug Stein. Was zur Hölle ist das? Handwerker. Fensterproduktion. Ach Gott. Ach Gott, das sind aber. Ich will nicht mehr. Okay, da brauchen wir Holz für und Glashütte und Quarzgrube. Denn hier Quarzgruben? Zink hätten wir.
Quarz, oder? Das ist Lehm. Das ist Zement. Das ist Kupfer. Das ist Lehm. Das ist Zement. Das ist Eisen. Öl, 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 Öl. Kein Quarz. Kein Quarz. Steinkohle. Was hier nicht so alles gibt. Nun gut. Aber ich glaube, das werden wir in der nächsten Folge uns alles angucken. Aber wir warten mal noch kurz jetzt diese Folge, bis hier das Feuer gelöscht ist. Wenn es dann gelöscht wird. Wenn es dann gelöscht wird. Können wir da schon ein Kanonenboot bauen? Nein. Es fehlen noch Kanonen. Aber es sieht so aus, als könnten wir dann beim nächsten Mal ein Boot bauen. Vielleicht auch zwei. Und die dann verkaufen. Dann haben wir das auch fast fertig. Die Fischpastete. Lösch, lösch, lösch! Ein Schäfchen im Garten? Wer mag das nicht? Na? Die Flammen wurden gelöscht. Juhu! So. Da hatten wir noch eine Einwohneraufgabe. Ich sollte nicht nach mehr fragen. Wir haben alles, was wir uns hier erhofft haben. Ich ja, hätte gut. Da eine ehrliche Arbeit für Sie. Dann fotografieren wir mal unsere Feuerwache. Ja, die macht auch saubere Arbeit. Da ist auch gerade schön das Ding davor. So, Foto machen. Bisschen näher dran. Entschuldigung. Zack. Sehr schön. Foto abschicken. Ich wünschte, ich könnte ihre Güte mit einer Gans vergelten. Aber ein Angler. Gut. Und den Rest machen wir nochmal hier in die Vogelperspektive hier. Einmal Weitwinkel. Den Rest machen wir in der nächsten Folge. Ich werde jetzt auch für heute erstmal die Aufnahmesession beenden. Ich habe ein paar Folgen aufgenommen. Die kann ich dann morgen alle hochstellen. Dann seid ihr für die nächsten Tage versorgt. Versuche ich auch mal bei Tomb Raider weiterzumachen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.